Zum mittlerweile 9. Mal ist das Vernetzungstreffen Gewalt, Schule, Medien in Linz über die Bühne gegangen. Auch heuer war das Interesse groß. Der Vortragssaal war buchstäblich bis auf den letzten Platz gefüllt. Generell geht es bei dieser österreichweit einzigartigen Veranstaltung darum, dass sich oberösterreichische Pädagoginnen und Pädagogen zum einen untereinander vernetzen und es geht darum, gemäß dem Motto Gewalt, Schule, Medien, über die neuesten Entwicklungen in diesem Spannungsdreieck zu erfahren. Wir sehen ganz klar Dinge, die uns erschrecken, die offensichtlich wirklich in den jugendlichen Augen und auf die jugendlichen Gehirne und Seelen treffen tagtäglich. Und hier müssen wir wach bleiben und entsprechende Handlungsableitungen selbst entwickeln und für die Jugendlichen da sein. In ihrem Vortrag hat Keynote-Speakerin Silke Müller sehr drastische Beispiele gebracht, die auf den Computern und Smartphones der Kinder landen. Sie nennt soziale Medien Haifischbecken. Hier gilt es, wachsam und wenn nötig auch als Lehrkraft erste Anlaufstelle zu sein. Allerdings müsse es endlich auch moderne Lehrpläne geben, die auf die Zukunft vorbereiten. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir viel projektmäßiger arbeiten und dass wir vor allen Dingen Medienerziehung, Medienethik und drei Ziele wie IT-Kompetenzen, ein Grundverständnis für künstliche Intelligenz und den Aufbau einer digitalen Ethik unbedingt in den Fokus stellen. Das bedeutet auch Bindungsarbeit, das bedeutet Beziehungsarbeit und das bedeutet ehrlicherweise pädagogische Zeit, die wir im Alltag bräuchten, die wir im Moment nicht haben. Für Barbara Buchecker stehen praxisnahe Lösungsansätze im Vordergrund. Hier ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, dass hinter dem digitalen Display von Handy und Bildschirm immer noch echte Menschen sitzen. Und wenn wir nicht hier aufklären und hier im Gespräch einfach auch zeigen, schau, die Person, die jetzt hier beschimpft wird, ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit Gefühlen, der geht das nahe, das macht etwas für die Person, dann werden sie von selbst nicht draufkommen, weil sie sehen, das ist Alltag. Lösungsansätze hat auch Ulrike Zartler. Sie hat Methoden und Materialien entwickelt, damit Jugendliche gegen Cybermobbing ihre Stimme erheben und statt wegzuschauen, ganz genau hinschauen. Jugendlichen fehlt oft das Bewusstsein dafür, dass das, was sie im Internet tun, wenn sie es im realen Leben machen würden, durchaus strafrechtliche Konsequenzen hätte. Und sie sind oft ganz überrascht, das zu erfahren. Sie meinen es oft auch gar nicht so böse, sondern viele von diesen Aktionen sind zunächst einmal lustig gemeint und gar nicht in erster Linie jetzt, um einen ganz großen Schaden anzurichten. Und dann verselbstständigt sich's aber. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Rund 300 Pädagoginnen und Pädagogen sind der Einladung auf das Linzer Schlossmuseum gefolgt. Wer nicht dabei sein konnte, für den hat die Edo Group einen Livestream eingerichtet, der die Veranstaltung durchgehend übertragen hat. Gewalt, Schule, Medien, ein Thema, das uns wohl noch viele weitere Jahre beschäftigen wird.